Moin, willkommen zum neuen Danger Thunder Video. Ich weiß, ich habe schon so viele Deck Profiles davon bekommen, aber ich wollte natürlich auch meine aktuelle Version zeigen. Es war eines der meistgespielten Decks auf dem Top 8 Qualifier von der Europameisterschaft. Es war eines der meistgespielten Decks von dem generellen Turnier. Und ja, deswegen, ich muss es einfach mal präsentieren, meine Liste. Es ist eine ziemlich ähnliche Liste zu Jesse Cottons. Ich habe die jetzt. Ich habe sie halt stark verändert, weil, also was heißt stark verändert? Ist immer noch eine ähnliche Liste. Jedoch besitze ich einige Karten, die Jesse halt gespielt hat, nicht, deswegen spiele ich sie halt nicht. Und ja, fangen wir einfach mal an. Wir spielen Doppelbatterien-Mansolar. Du willst sie nicht mehr starten, deswegen spielt man nur noch zwei, aber er ist halt einfach zu gut, meiner Meinung nach, um ihn runterzukappen auf 1. Oder generell auf 0. Ich würde ihn halt immer drin lassen. Das ist einfach heftig. Dann dreimal Ab Cressidia, Reclusia, ein Maximus, ein Arboria und ein Draco. Ja, ich brauche nicht so viel dazu zu sagen. Du willst halt mit einem von diesen Karten hier starten. Also mit einem von denen hier allen plus irgendeinen Chaos Dragon und dann hast du gewonnen. Bei ihm willst du den weißen haben, bei den anderen kann es jeder Chaos Dragon sein. Willst du dir eigentlich in Magius gehen und ihn suchen und dann hast du deine Vollkombo. Dann für die Donnerdrachen spielen wir zweimal den OG, zweimal den Dark, zweimal den Roar, einmal den Falcon, einmal den Duo. Duo ist richtig gut. Er ist ziemlich stark broken, er kann OTKs drücken. Ich lasse ihn auch eigentlich immer an Bord, wenn ich halt 3 Stufe 8er habe, dann lasse ich ihn normalerweise an Bord, weil er einfach mega viel Plus ist. Falco ist halt mega gut im Grind-Game, du brauchst aber nur einen, weil du ihn immer re-adden kannst mit ihm. Er kann halt super geil re-adden und er ist halt einfach so mit der besten Combo-Pieces, vielleicht sogar der beste Thunder Dragon. Und der Dark ist halt eigentlich eine mega gute Karte. So generell ist halt der Main Searcher und den OG brauche ich glaube ich nicht mehr so viel zu sagen. Es ist halt oft ein Fehler, wenn man 3 spielt. Klar, man sollte 3 spielen. Ich besitze jetzt nur 2, deswegen spiele ich auch nur 2. Aber wenn man 3 spielt, ist es halt oft der Fehler, direkt beide zu suchen, weil manchmal ist es besser, wenn man 1-1-1 macht. Für die Danger spielen wir Triple Danger Nessie, Triple Tsuchinoko, Triple Jackalope, ein Thunderbird, ein Bigfoot. Ja, brauche ich nichts zu sagen. Man will halt in Rang 8 kommen, deswegen, ja. Dann spielen wir dreimal Rivalbuster, dreimal falsch, doch richtig. Calyp Serpent, ja, das ist ein Silent Main Combo Piece. Ich spiele noch einen Eclipse. Ich würde den Karten für Brota. Brota ist besser. Dann Doppel Levianir. Ich besitze nur 2, ich brauche keinen dritten. Ein Armor Fate Goliath. Ich spiele ihn noch, ich finde ihn eigentlich immer noch richtig gut. Man kann natürlich auch Brota spielen, aber ich finde Goliath irgendwie besser. Also er gefällt mir mehr, vor allem gegen Solomon Great USWWW. Und dann zum Schluss 3 Sekkas Licht. Weil Sekkas Licht ist insane. Ja, es ist einfach so krass, was Sekkas Licht alles kann. Ja, extra Deck spielen wir Doppel Thunder Dragon Koloss. Ein Hundred Dragon Archfiend Abyss und einer Number 38. Spaß. Dann spielen wir noch einmal Cressidia Magius, Guard Dragon LP, Guard Dragon Pilisty, Agapain, Erotic Seal, Beatcop ist insane, Unicorn, Saruya, zwei, weil man immer zwei braucht, und Cresselia F, Harmax. Was ich noch spielen muss, ist Triple Burst, der fehlt mir noch, der ist halt noch nicht angekommen, ich will mir den auf jeden Fall bestellen. Ja, den brauche ich halt auf jeden Fall noch, weil Triple Burst ist halt einfach viel zu wichtig für die Combo. Ja. Und des weiteren Side-Deck ist halt ein Standard-Side-Deck bei mir, bei Combo-Decks 3 Ash, 3 Landseer, 3 Impermanence für die Handtraps, dann Doppelt Dino Wrestler, Pankajops, würde ich cutten, weil Mystic Mine, das ist gegen Mystic Mine. Finde ich einfach mega insane. Discard ein Danger. Und dann jetzt neu wieder drin. Zwei Eradicator, weil die Karte einfach Auto-Win. Gegen Striker, USWPP, einfach Fallendeck und so weiter und so fort. Necros, wenn man gegen spielt. Kommt zwar selten vor, aber ist dagegen auch broken. Also die Karte einfach drin lassen. Die ist einfach mega gut. Ja, das war's dann fürs Zuschauen. Fürs Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ja, ich denke, das Deck werde ich die nächsten Locals mal so spielen, in der Variante. Ja, mal schauen.
wünsche noch einen schönen Tag und tschüss.